Die Playoffs stehen an für den TSV Weilendorf und für Fortuna Düsseldorf, die im Viertelfinale aufeinandertreffen. In der Spechtweghalle steigt das erste von vielleicht zwei, maximal drei Viertelfinalpartien, die die beiden Mannschaften gegeneinander bestreiten. Čačić mit dem ersten Schuss aufs Tor. Und Yoshida macht es ihm gleich. Er scheitert am Pfosten. Ein Kick TSV Weilendorf, Čačić. Weiter geht's. Ribeiro, Čačić, Tor! Das 1:0 für den TSV Weilendorf in der dritten Spielminute. Josip Čačić, der Kapitän, bekommt hier von Kennedy Alves Ribeiro den Ball serviert. Čoftarov scheitert an Aksentjević. Aksentjević dann mit dem Abwurf auf Božinović. Der scheitert an Wu. Derbyshai. Und Tor! 2:0 für den TSV Weilendorf. Kennedy Alves Ribeiro, der gerade noch die Vorlage gab, ist in der 12. Minute der Torschütze zum 2:0. Armer Čindić hier mit dem Ballgewinn. Mergim Derbyshai nimmt sich diesen dann. Passt ab auf Ribeiro. Und der trifft in das Tor der Fortuna Düsseldorf. Weiter geht's. Ein Kick Čačić. Memos Sözer mit dem Schuss aus der Ferne. Leicht drüber. Viel passierte dann gar nicht mehr. In Halbzeit 1 mit 2:0 geht es in die Halbzeitpause. Aus Sicht des TSV Weilendorf. Und der kommt motiviert zurück. Čoftarov noch mit dem Schuss. Und dann ist es aber der TSV Weilendorf, der den ersten Treffer setzt in Durchgang 2. Armer Čindić mit dem 3:0 in der ersten Spielminute der zweiten Hälfte. Weiter geht's. Ballgewinn Armer Čindić. Der scheitert an Martin Wu. Weiter geht's. Nochmal Ballgewinn. Mergim Derbyshai und der verwandelt ihn dann auch. 4:0 nach 23 Minuten. Für Fortuna Düsseldorf wird langsam klar, in welche Richtung das Spiel heute gehen wird. Mit einem Sieg rechnen die Fortunen jetzt nicht mehr. Aksentjević mit dem Schuss. Tor! Aksentjević nutzt das Flying Goalkeeper-Spiel der Fortuna Düsseldorf, aber dann wird abgepfiffen. Pascal Rastetter, der Schiedsrichter, sagt, der Ball könnte oben am Hallendach gewesen sein. Kurze Rücksprache mit den Kollegen und dann wird der Treffer doch gegeben. Miodrag Aksentjević mit seinem ersten Saisontreffer, der Torwart des TSV Weilendorf, trifft zum 5:0. 24 Minuten sind da gespielt. Weiter geht's. Derbyshai. Dann das Timeout. Şahin Rassi stellt seine Mannschaft nochmal ein. Marko Hudacek da schon gesehen im Flying Goalkeeper Trikot. Aber das nützt alles nichts, denn der TSV Weilendorf macht hier den Stich. Kennedy Alves Ribeiro ist es erneut mit dem Treffer 6:0 in der 33. Spielminute. Božinović mit dem Lupfer und dann verwandelt Ribeiro eiskalt. Aksentjević mit dem Pass auf Ante Lubic. Spielminute. Armer Čindić im 1 gegen 1 gegen Martin Wu. Und der Treffer. Armer Čindić mit dem 7:0 für den TSV Weilendorf. Und den schauen wir uns nochmal an. Miodrag Aksentjević mit dem Abwurf auf Armer Čindić und Tor! Doch, nein, Mustafa Kosa sagt, das war Handspiel. Verwunderung in der Halle und natürlich auch bei
Armer Djindic, der den Ball so gar nicht an seiner Hand gesehen hat. Und deswegen schauen wir uns das Ganze auch nochmal an. Hier der Abwurf. Präzise auf Armer Djindic. Und dann stoppt er diesen mit dem Oberkörper. Wir können auch kein Handspiel sehen. Aber am Ende auch egal. 7:0 der Endstand nach 2x20 Minuten in der Spechtweghalle vor 397 Zuschauern. Der TSV Weilimdorf startet gut in die Playoffs und muss nächste Woche bei der Fortuna Düsseldorf erneut ran. Mit 7:0 hat man sich auf jeden Fall Respekt erarbeitet. Jetzt gilt es, das Ergebnis nächste Woche zu bestätigen.